Guten Morgen, liebe Radfreunde. Für mich beginnt heute der dritte Tag meiner Radreise auf dem Spreeradweg. Die Spree sieht man auch schon hinter mir. Und ich zeige euch nochmal, wo ich heute Nacht geschlafen habe. Das ist hier drüben auf der anderen Spreeseite, direkt am Meer. Und wir haben es jetzt Viertel nach 7 Uhr. Ich fahre jetzt erstmal nach Lübbe und werde mir dort einen Bäcker suchen zum Frühstück. Hier wollte ich heute nicht frühstücken, auch wenn ich die Sachen dabei habe, weil es unendlich viele Mücken gibt. Also ich habe jetzt gefühlt schon wieder 5 Mückenstiche mehr. Von daher schnell alles zusammengepackt und auf geht's nach Lübbe und dort gibt es erstmal Frühstück. Den äußersten Rand von Lübbe habe ich jetzt schon mal erreicht und für alle, die auch mal auf dem Spreeradweg unterwegs sind. Ihr seht hier, dass die Ortsnamen zweisprachig sind, einmal in Deutsch und einmal in Sorbisch. Die Sorben sind hier in der Ecke eine anerkannte Minderheit. Direkt hier bei der Kirche in Lübbe bin ich jetzt fündig geworden. Da hinten ist der Bäcker und hier in der Tüte ist ein leckeres Baguette mit Salami. Und dazu einen schönen Kaffee. Ich lasse mir erstmal schmecken. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Lübbenau. Das sind von hier aus, laut dem Wegweiser davon, noch ungefähr 8 Kilometer. Und aktuell ist auch gerade schön zu fahren. Hier drüben Wiese, dann ein bisschen Bach. Und was total krass ist hier, sind die ganze Zeit die Frösche am Quaken. Einmal Schwerstarbeit, das Fahrrad hier diese Treppe hoch zu wuchten. Ne? Das war so eine Rampe, aber die ist irgendwie ein bisschen zu schmal. Und jetzt geht es auf der anderen Seite wieder runter. Dafür ein wunderschöner Blick auf die Spree. Ich mache jetzt hier auf der Bank erstmal ein kurzes Päuschen und genieße dabei echte Spreewalder Gurken, die ich mir gerade noch gekauft habe. Bin mal gespannt, ob die anders schmecken als die, die man kennt. Ja, und nach Cottbus sind es jetzt noch gute 45 Kilometer. Halten wir mal fest, dass es im Spreewald unendlich viele Mücken gibt. Also als ich da saß, haben mich gerade auch schon wieder gefühlt 10 Mücken attackiert. Deswegen plädiere ich dafür, den Spreewald im Mückenwald umzunennen. Ja, es gibt ja einfach zu viele Mücken. Ich bin gerade durch Burg durchgefahren, war dort noch mal kurz im Penny was einkaufen für heute Mittag. Ein paar Brötchen, ein bisschen Eiersalat und außerdem noch ein bisschen was zu trinken, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie ganz schön durstig war. Habe mir schön eine Buttermilch mit
Fruchtgeschmack gekauft. Ja, und jetzt suche ich mir das nächstgelegene Bänkchen. Dort werde ich Pause machen. Und wahrscheinlich auch das Zelt nochmal zum Trocknen ausbreiten, weil doch ein bisschen Kondenswasser heute früh drin war. Ich bin jetzt innerhalb weniger Meter auch fündig geworden. Hier habe ich eine Bank. Und ich habe auch gerade das Zelt schon mal ein bisschen zum Trocknen ausgebreitet. Weiter geht's nach Peitz, immer entlang der Spree, auf einem komplett neu asphaltierten Radweg. Gefühlt klebt der Asphalt noch ein bisschen. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich auf dieses Fahrrad umsteige. Aber ich glaube, es ist mir dann doch eine Nummer zu groß und bleib bei meinem Fahrrad. An dem Peitzer Teich habe ich jetzt ein schönes Plätzchen zum Mittag gefunden. Und zwar genau hier drüben ist eine Bank. Ich bin jetzt in Cottbus angekommen. Die Rettung bei 30 Grad im Schatten, ein Brunnen, wo man mal die Füße reinhalten kann. Und hier dahinter noch das Schloss von Cottbus. Cottbus habe ich jetzt schon seit einigen Kilometern hinter mir gelassen. Ich bin kurz vor der Talsperre Schramberg und dort schaue ich mal, ob ich was zum Schlafen finde. So, liebe Radfreunde, ich bin fündig geworden. Direkt hinter mir ist die Talsperre. Und ja, ich habe hier mein Zelt aufgebaut, habe auch hier noch ein paar Stellplatznachbarn. Die waren total lieb zu mir. Ich zeige euch mal, was sie mir geschenkt haben. Und zwar gab es für mich eine Cola und original schlesische Würste. Also wenn ihr das anschaut, das Video, ich danke euch nochmal vielmals, es ist total lieb von euch gewesen und hat mich auch total gefreut, euch kennenzulernen. Ich bin jetzt gut gesättigt und ich werde jetzt hier nochmal runter zu der Talsperre gehen, mich da ein bisschen hinsetzen, ein bisschen lesen. Im Grunde genommen bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten, hat mich gefreut, euch wie immer mitzunehmen. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder viel Freude und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video.